Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. So, da oben ist ein Gegner, den ich nicht mit der Harpune abschießen werde. Das mache ich nicht. So. Wie wenig Leben habe ich denn? Wirklich wenig Leben. Nehme ich mal ein kleines Medipack. Und dann ist der Gegner dran. Tranor am Transen. Wo bist du? Da oben. Oh. Hier, der ist doof, der Gegner. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Aufnahme diesmal nicht so hängt wie letztes Mal. Das war echt extrem. Ich hoffe, dass das jetzt besser geht. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Und habe eine Tür geöffnet. Was ich nicht alles gemacht habe hier. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das jetzt mal runterläuft. Das war ja schlimm in der letzten Folge. Muss ich jetzt hier schon hin? Ich guck mich lieber erst nochmal hier um. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da nochmal zurückkomme. Oder muss ich da wirklich hin? Um da überhaupt oben hinzukommen, das kann sein. Oder? So komme ich da nicht hoch, das sind Schrägen. Da komme ich auch nicht hoch. Ach. Lava steht schon wieder im Zahnrad drin. Oder was auch immer das sein soll. So. Gucke ich nochmal. Also, irgendwie müsste ich mich mal ein bisschen konzentrieren, ja? Um das mal nicht auf Lava zu schieben. Genau, hier ist jetzt noch eine Luke zu. Ich glaube, ich muss wirklich erst in die Tür. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. So, hier geht es nämlich jetzt um Zeit. Weil diese Luken da nur für eine kurze Zeit offen sind. Wie war denn das jetzt? Ach ne, jetzt muss ich darüber springen und da langhangeln. So war das. Und wenn die dann zugehen, waren die natürlich so nett, dass wir in die Spieße fallen und nicht auf den Boden. Typisch, oder? Aber ich glaube, wir müssen es geschafft haben. Jawohl. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und drücken den Schalter. Genau, jetzt ist die Luke aufgegangen. Jetzt kommen wir dahin, wo ich vorhin hin wollte. Die Luken sind... Ne, jetzt sind die Luken hier wieder zu. Seht ihr es, die waren nur eine kurze Zeit offen, die sind jetzt wieder zugegangen. Und die wollten nämlich schön, dass wir hier in die Scherben reinfallen. Sag ich nur eins dazu, sehr nett. So, und jetzt können wir nämlich da hochgehen. Und uns nicht den Kopf rennen. Ich glaube, das wird ein komplizierter Sprung, oder? Nee, ich mach das anders. Rückwärts, so und so. Dann klappt das doch besser. So. Unsere Hintergrundgeräusche sind weg. Ich weiß nicht warum. Ja. Gegner, würde ich sagen, der nichts verloren hat. Also hinterlassen. Ich habe früher immer gesagt, die Gegner haben was verloren. Das ist noch drin in mir. Irgendwo verlieren die ja auch was, das stimmt ja schon. Manchmal sage ich hinterlassen, manchmal verlieren. Kommt drauf an. Ja, halb in der Wand drin. Wie wir Lara halt kennen. Im Kopf durch die Wand. So. Da hoch muss ich. Eine Hopserei hier wieder in dem Level. Danach kommt dann mal ein richtig blödes Level, also ich find's blöd. Und danach kommen dann ganz tolle Level, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber jetzt müssen wir erst nochmal hier durch. Hiermit sind wir noch nicht fertig. So. Obwohl ich schon oft nicht mehr fertig mit der Welt war. Aber jetzt kommen wir wenigstens schon mal aus diesem rostigen Teil hier raus. So war es ein bisschen wie das Wrack der Maria Doria aufgebaut ist. Finde ich gut. Ich weiß gerade gar nicht, wo hier die ganzen Geheimnisse sind, fällt mir gerade auf. Wie viele habe ich denn schon? Eins, ne? Ich hoffe, dass ich die alle finde. Wenn nicht, muss ich das offscreen nochmal machen. Ah, Hilfe. Hier, die schlagen mit einem Schraubenschlüssel, das ist ja auch lustig.
Waren die da schon immer? Ich glaube schon länger, gell? Ist mir irgendwie noch nie so richtig aufgefallen. Ah, genau. Hier ist ein Geheimnis. Jawohl. Und zwar der goldene Drache. Ich mache euch meine Fackel an, damit ihr was seht. Und zwar kann man hier oben langlaufen, sich hier einstürzen lassen, hinhängen, damit wir nicht so viel Leben verlieren. Und dann können wir den goldenen Drachen aufheben. Weil man, wenn man von hier aus reingegangen wäre, also von hier oben aus, wäre man in die Spieße gefallen und gestorben. Also man kommt wirklich nur an das Geheimnis dran, wenn man sich genug Licht macht, um zu sehen, dass man da oben hin kann. So, jetzt haben wir doch schon wieder zwei Geheimnisse. Ach, wo das dritte ist, weiß ich jetzt auch wieder. Verpasst haben wir nichts. Das dürfte jetzt eigentlich auch gleich kommen. Das ist, glaube ich, gleich um die Ecke. Ja, genau. Kaum vermisse ich die Geheimnisse, da ist es. Seht ihr es? Hohe, schöne Musik. Ach, fällt euch auf, hier ist das Schiff wieder richtig rum. Wir sind hier auf dem Boden und die Decke ist an der Decke, wo es hingehört. Da ist wahrscheinlich das Schiff irgendwo in der Mitte durchgebrochen. Und die Hälfte vom Schiff ist richtig rum. So kann ich mir das erklären zumindest. Vielleicht haben sie auch einfach nicht mitgedacht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wollen denen aber nichts unterstellen. Da ist ein Fisch. Jetzt nehme ich mal ein kleines Medipack. Ich hätte auch ein großes nehmen können. Oh ja. Lava stößt sich an dem Gegner ab. Seht ihr es? Wie die hier abdanced. War noch nicht immer so. Bei Tomb Raider 1 läuft man durch die Gegner durch. Ist hier in dem Spiel ja eigentlich auch so. Mich wundert es, warum der dieser Fisch hier eigentlich abstößt. Und da ist schon wieder ein Fisch. Nicht wieder ein kleines Medipack. Ach, verdibbelt. Nee, den bringe ich jetzt um, den Fisch. Und ich schieße daneben. Na klasse. Meine Künste mit der Harpune. Wie viele Schüsse brauche ich denn für so einen schweren Fisch? Gott, bin ich schlecht. Das ist mir ja richtig peinlich. Haben wir die halbe Harpune leer geschossen wegen dem Fisch. Und kann wieder ein großes Medipack nehmen. Auf jeden Fall hat sich's gelohnt. Wir haben vier Automatik, jetzt sage ich hier. Wir haben vier M16-Munition gefunden. Das ist gut. So, wie viel auf der Harpune haben wir denn überhaupt noch Schüsse? Ich gehe immer in die falsche Richtung. 8 Stück. Ich glaube, wir hatten irgendwas mit 20 gehabt. 24 oder so. Oder sogar mehr. Für einen Fisch habe ich hier mehr als, ja, wahrscheinlich 15 Schüsse oder so gebraucht, oder? Naja. Wie gesagt, mit der Harpune will ich ja lernen, umzugehen. Und das war doch jetzt eine gute Übung, den Fisch da abzuknallen, oder? So, hier ist zerbrechlicher Boden. Davor speichere ich lieber mal ab. Weil, wie ich das Spiel kenne, sind da bestimmt Stacheln drunter. Nur so eine Vermutung, ne? Ach, ich will da irgendwie probieren reinzuspringen. Ohne, also so zu landen, dass ich gleich wieder runterspringen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, fast. Ich mach's jetzt so und eine Seitwärtsrolle. Jawohl. Hat auch gut geklappt. So. Und jetzt, hier kommen wir nicht hoch, das ist eine Schräge. Und genau, jetzt können wir hier drauf springen und dahin. Ne, sag mal, da sind noch nicht mal Spieße drunter. Jetzt mache ich hier so einen Aff und da sind noch nicht mal Spieße drunter. Eieiei. Nun gut, können wir uns hier schon hochziehen? Jawohl. Das finde ich jetzt hier irgendwie richtig cool gemacht. Hier so alles so schräg, so schief. Wie in so einem Wrack halt. Das finde ich echt cool hier irgendwie. Hier gibt's zwar nichts zu entdecken, aber irgendwie haben die das schön gemacht. Das gefällt mir gut hier. So. Gegners, wieso habe ich die Pistolen? Na gut, schießen wir mal mit der Pistolen. Damit ihr mal seht, wie stark die anderen Waffen sind. Wie lange wir mit der Pistole brauchen, um Gegner abzuschießen. Habt ihr es gesehen? Hast du uns wenigstens was hinterlassen? Nee, hast du nicht.
Auf jeden Fall haben die hier ganz schöne Sitzplätze, würde ich mal sagen. Sehen sehr bequem aus, hören sich aber nicht bequem an. Hört ihr es? Naja, bequem ist was anderes. Ich weiß nicht, ob hier die Prominenz mitfährt. Hier sind mehrere solcher Plätze. Da ist schon wieder ein Gegner gewesen. Und hier sind wieder Sitzplätze. Ah, genau. Hier können wir jetzt den Block ziehen. Oder hätten wir ihn schieben müssen? Ja, wir hätten ihn schieben müssen. Jawohl. Obwohl, ich glaube, ziehen war richtig gewesen. Dann ist er uns nachher nicht im Weg, weil wir können ja übers Geländer springen. Also ziehe ich ihn wieder. Das war jetzt sehr logisch, ne? Ziehen, schieben, ziehen. So, wir können nämlich hier übers... Oh, das Spiel macht nicht das, was ich will. Oder eher gesagt, Lara macht nicht das, was ich will. Hallo, Gegner. Hier kommen gar keine, das ist ja mal nett. Hier sind auf jeden Fall wieder veralkte Fensterscheiben. Ich höre einen Gegner. So. Tot. Die hinterlassen ja alle nichts. Ist ja Wahnsinn. So, was bringt mir diese Kiste hier? Nicht das, Lara. Da wollen wir nicht hoch. Die wollen wir schieben. Lara, was habe ich eben gesagt? Ich mach das nicht extra, ne? Ich mach das wirklich nicht, aber die schiebt's auch nicht. Warum schiebst du das nicht, Lara? Ja, warum schiebt die das denn nicht? Hier ist doch genug Platz. Lara, das schiebst du jetzt. Hallo? Das probier mal jetzt aber mal aus hier. Das kann ja nicht wahr sein. Wieso schiebt die den denn nicht? Liegt da was drunter? Nö, was bringt das hier eigentlich? Komisch. Aber Lara, du schiebst ihn jetzt da drüber. Über das Feld, das machst du jetzt. Das geht nämlich. Los, mach. Das macht die nicht. Hier, Lara, das geht aber nicht, ne? Du musst eigentlich auf mich hören. Gut, das bringt jetzt nichts. Lara, da Anstand zu vermitteln. Sie hört eh nicht auf mich. Deswegen kann ich mir das sparen. Obwohl ich damit nicht einverstanden bin, Lara. Gegner. So. Hast du uns was hinterlassen? Nee. Ist das hier ein Schiff für arme Leute oder was? Glaube ich nicht. Die Einrichtung sagt was anderes. Fackeln. Ich frag mich gerade so ein bisschen. No. No, sagt Lara. Da gebe ich ihr aber mal recht, sie hat nämlich keinen Schlüssel. Also kommen wir hier noch nicht weiter. Hier war auch nichts, ne? Genau. So, gehen wir wieder zurück in die Halle, wo Lara es nicht einsieht, den Block zu schieben. Lara, das hat Konsequenzen, das sage ich dir. Das lasse ich nicht durchgehen. So. Ich weiß, dass sich Lara gefreut hat, als sie wieder jemanden abschießen durfte. Aber echt, wie viele Gegner hier auf diesem Schiff sind, das ist echt Wahnsinn. So, oh nee, da draußen ist das nächste Level, seht ihr das? Ich will jetzt nichts sagen, das ist cool gemacht hier mit den Fenstern, dass man da ins nächste Level gucken kann. Hin kommen wir noch nicht, das seht ihr. Das ist zu hoch, da kommen wir noch nicht hin. Aber hier können wir hin, wenn Lara hier den Block zieht. Nett von dir, danke. Hier schon wieder Schritte, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der Gegner? Tot. Jawohl. Aua. Also, da draußen ist auf jeden Fall das nächste Level und das mag ich nicht. 40 Faden, das Level mag ich auch nicht, aber ihr habt ja gesehen, das ging, glaube ich, weniger als eine halbe Stunde sogar, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Das geht sau kurz, das Level. Deswegen ist es nicht so schlimm.
Aber das Level da draußen, da bin ich mal so lange rumgeirrt, ich glaube, da war ich mal 3 Stunden an dem Level dran, weil ich als nicht weiterkam, immer wieder im Kreis gelaufen bin. Das Level mag ich überhaupt nicht. Das nächste. Und das dauert zu lange. Vielleicht schaffe ich es ja schneller. Beim nächsten Mal. Auf jeden Fall beende ich jetzt hier die Folge, weil das Spiel wieder langsam anfängt zu mucken. Ich habe aber schon wieder einen Gegner. Ist der hier? Also hier gibt es echt so viele Gegner. Ich weiß, das sage ich hier sehr oft, dass es hier sehr viele Gegner gibt, aber das Wrack sieht sehr lang untergegangen aus. Was das noch für eine Besetzung hier hat, von was die Leute sich ernähren und was weiß ich alles, das kann ich mir einfach nicht erklären. Es tut mir leid. Aber hier beende ich jetzt die Folge und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.